Mein Name ist Carina Tott. Und ich bin Sandra Landsteiner und wir begrüßen euch beim Mountain Women's Talk aus Gastein. Wir haben 4 inspirierende Sportlerinnen aus verschiedenen Sportarten ins Salzburger Land eingeladen und freuen uns darauf, mit ihnen über ihre persönlichen Erfahrungen, Learnings, Höhen und Tiefen ihres Lebens und ihrer Karriere zu sprechen. Der Mountain Women's Talk ist die neueste Ergänzung der Shades of Winter Plattform, die Female Role Models und inspirierende Athletinnen sowohl bei Filmen, bei Camps als auch beim Filmfest ins Rampenlicht stellt. Unser Studio ist mobil und wir senden heute live und interaktiv aus den Gasteiner Bergen. Und natürlich wollen wir auch in Zukunft auf der ganzen Welt mit inspirierenden Athleten sprechen. Ich habe so viel über mich selbst durch den Sport, durch das Skifahren gelernt, lernen dürfen und lernen müssen. Mit dem Mountain Women's Talk will ich den inspirierenden Erkenntnissen, persönlichsten Geschichten und Life-Lessons der Sportlerinnen Raum geben und euch damit für euren Sport und Alltag motivieren. Wir lieben die Berge und die Natur ist unser Spielplatz. Und den teilen wir mit unseren heutigen Gästen Nadine Wallner, Viktoria Rebensburg, Walli Höll und Miriam Neureuther. Denn für uns alle sind die Berge der Ort, wo ich geboren bin, wo ich hingehe, wo ich die meiste Zeit verbringe. Die Berge sind für mich ein Ort der Ruhe. Einfach unser liebster Spielplatz. Um uns auf den Abend einzustimmen und uns gegenseitig kennenzulernen, haben wir mit den Sportlerinnen eine Skitour in den Gasteiner Bergen gemacht. Und genau darum geht's. Mehr Spaß, mehr Selbstvertrauen und vor allem mehr Frauen im Outdoor-Sport. Und jetzt geht's für uns los in unser warmes Studio zu unseren Gästen. Ja, herzlich willkommen hier in unserem Studio in den Bergen, wo wir gleich unsere 3 Gäste, Nadine Wallner, Walli Höll und Viktoria Rebensburg, willkommen heißen dürfen. Ja, Miriam Neureuther hat leider heute Nachmittag kurzfristig abgesagt, weil ihr Sohn leider krank geworden ist. Gute Besserung an den kleinen Leo auf diesem Weg. Und Miriam, ich hoffe, wir sehen uns dann allerspätestens beim nächsten Mountain Women's Talk. Ja, und wir senden heute live und interaktiv aus dem Hotel Das Goldberg hier in Gastein, das uns dankenswerterweise diese tolle Location zur Verfügung gestellt hat, die dieses Team hinter den Kameras in den letzten 2 Tagen zu unserem tollen Studio umgebaut hat. Und in diesem Zusammenhang ein herzliches Dankeschön an die Firma Dreikant, die uns die Tische, Regale zur Verfügung gestellt hat und dieses Studio so aussehen lässt, wie es jetzt aussieht. Ja, und wenn ihr heute zu Hause Fragen habt, die euch unter den Fingernägeln brennen, dann bitte gebt diese ein, sowohl bei YouTube als auch bei Facebook. Und wir werden versuchen, möglichst viele Fragen zu uns ins Studio zu holen. Zu gewinnen gibt es dabei natürlich auch was. Und zwar sind das 2 wunderschöne Alpina-Helme mit Skibrille. Und wir haben auch 2x2 Tagestickets für Ski Amadee und Dayspas hier im wunderschönen Hotel Das Goldberg. Ja, und oft sind wir ja schon die Henne im Korb gewesen. Wir haben heute aber einen Hahn im Korb und das ist niemand geringerer als Vizekanzler und Sportminister Magister Werner Kogler, der mit seinem Sportministerium Shades of Winter und den Mountain Women's Talk dankenswerterweise unterstützt und so geholfen hat, dass dieses Projekt so ins Leben gerufen werden konnte. Deswegen hat er uns jetzt auch eine Grußbotschaft geschickt, wo wir jetzt gleich mal reinhören. Ja, einen schönen Abend in die Diskussionsrunde. Vor allem an die Moderatorinnen und an alle, die dieser Veranstaltung jetzt per Stream folgen. Ich verspreche, mich knapp zu halten. Es gibt ja für diese Veranstaltung viele gute Gründe. Mich braucht es dazu an sich am wenigsten, bis auf das, dass mein Ministerium auch diese Veranstaltungen unterstützt. Aber das Wichtigste ist natürlich, die jungen Frauen weiter zu motivieren und zu inspirieren, die eigenen Visionen weiter zu verfolgen, und zwar im Sport. Das ist aber auch eine Schule des Lebens, also im Sport, im Leben. Ja, dann sagen wir es ganz offen, auch im Business. Also alles, was durchaus mit Erfolg zu tun hat. Und Frauen haben sie da immer noch schwieriger als Männer in unserer Gesellschaft. Und es ist ja auch im Sport immer wieder feststellbar. Deshalb bin ich ja so froh, dass es diese Initiativen gibt und auch fast ein bisschen dankbar, dass wir das unterstützen dürfen und unser Haus hier einen kleinen Beitrag leisten konnte, und zwar durchaus aus Überzeugung. Wir werden noch kurz darauf zu sprechen kommen, dass wir seit einem Jahr, seit dem neuen Regierungsprogramm und der neuen Ministeriumsführung hier eigene Frauenschwerpunkte verfolgen. In diesem Zusammenhang vor allem ein besonderer Dank an die Sandra Landsteiner, die ja hier immer wieder mit ihrer Beharrlichkeit und mit ihrer Leidenschaft, und das bleibt uns ja auch nicht verborgen, die Marke gut eingeführt eigentlich schon, die Shades of Winter hier vorantreibt. Also eine gute Sache,
und immer wieder auch selber ein Beispiel dafür, wie weit man es eben mit dem entsprechenden Beharrungsvermögen bringen kann, gerade wenn es um die Selbstbestimmung junger Frauen im Sport geht. Und deshalb darf ich mich noch einmal bedanken, dass das von Ihnen jetzt ermöglicht wird, diese Diskussionsrunde mit den Themen, die Sie verfolgen und die Sie gut betreuen. Und noch einmal Dank an die Frau Lahnsteiner, dass das hier so gut gemacht wird. Und wir hoffen, dass dieser Testballon, wie es, glaube ich, bei euch selber schon mal geheißen hat, und diese Runde auch so weit überzeugen wird, dass man dann nachhaltig von einem Veranstaltungsserienstart sprechen kann und dass das in den nächsten Jahren Fortsetzung findet. Also viel, viel Erfolg, alles Gute für den Mountain Women's Talk. Dankeschön. Ja, vielen Dank und herzliche Grüße nach Wien. Und ich kann es jetzt wirklich kaum mehr erwarten. Nach all den Vorbereitungen der letzten Monate geht es jetzt endlich los und ich freue mich auf großartige Gespräche mit unseren Sportlerinnen, bei denen es heute nicht um Olympiasiege und Weltmeisterschaftstitel geht, sondern um die Personen hinter diesen großartigen Erfolgen. Wir wollen wissen, wie sie ticken, wie sie denken, was sie zu den Menschen gemacht hat, wie sie jetzt heute sind. Und deswegen freue ich mich unglaublich. Liebe Viktoria Rebensburg, Nadine Wallner und Valentina Höll, herzlichen Dank fürs Kommen und Vorbeischauen bei uns im Mountain Women's Talk Studio hier in Gastein. Danke. Danke. Ja, ihr seid ja nicht nur herausragende bzw. sehr erfolgreiche Sportlerinnen, ihr seid ja auch eigentlich ganz normale Frauen, so wie du und ich. Und ihr habt auch eure Herausforderungen und normalen Probleme im Leben. Der Unterschied ist vielleicht, dass ihr in eurer Karriere gelernt habt, mit diesen Dingen anders umzugehen und vielleicht Mechanismen zu entwickeln, um sich Problemen ganz anders stellen zu können. Wir hoffen natürlich, dass da viel dabei ist halt für unsere Zuschauer, was sie heute von euch lernen können. Und bei uns geht es heute um das Thema Kopfsache. Und was dieses Wort Kopfsache für jeden Einzelnen hier bedeutet, das haben wir gestern schon mal ganz kurz besprochen. Ja, Kopfsache für mich zu beschreiben ist extrem schwierig, weil ich finde, es sind so viele Faktoren, die einen an dem Tag irgendwie beeinflussen können. Ja, ich denke, Kopfsache ist natürlich schon ein sehr zentrales Element. Also für mich ist Kopfsache eigentlich im entscheidenden Moment zu wissen, was zählt. Das muss im Kopf funktionieren, damit ich es umsetzen kann. Und wenn der Gedanke mal da ist, braucht man halt auch irgendwie irgendwann die Geduld, weil es braucht alles seine Zeit irgendwie. Dann ist es, glaube ich, einfach wichtig, in dem Moment dann alle Dinge drumherum auszublenden und sich voll auf die eine Sache, die zählt, in dem Moment zu fokussieren. Ja, und bevor ich jetzt in meine erste Gesprächsrunde mit Viktoria Rebensburg starte, nochmal der Aufruf an unsere Zuhörer und Zuseher. Wir sind interaktiv, das heißt, wir wollen, dass ihr uns Fragen stellt an die Sportlerinnen und eine kleine Motivation haben wir natürlich auch für euch. Sprich, wenn es eine Frage und eure Frage in den Live-Talk schafft mit der Vicky Regensburg, dann bekommt ihr als Preis ein Alpiner Helm- und Brillenset. Deswegen hinterlasst eure Kommentare auf Facebook in den Livestreams oder auf YouTube und wir schauen dann, welche Frage es zu uns herein ins Studio schafft. Vicky, jetzt geht's aber wirklich los. Dein Karriereende ist noch nicht allzu lange vorbei. Es kam für viele vielleicht auch überraschend. Mhm. Was war es denn eigentlich? War es ein Bauchgefühl oder war es eine Kopfsache? Was waren die Beweggründe, dass du Ende des Sommers heuer gesagt hast, das war es jetzt mit der Karriere im alpinen Skirennsport? Ja, ich meine, natürlich sind da viele Faktoren, die da reinspielen. Ja, ich habe mich in Garmisch verletzt im Februar. Und dann war natürlich erstmal Reha gestanden und ich versucht, wieder topfit zu werden. Dann bin ich im Sommer gestartet, bin die ersten Schneelehrgänge noch aktiv gewesen. Also ich habe ja bis August dann eigentlich normal trainiert und habe dann da einfach gemerkt, dass einfach die hundertprozentige Überzeugung in mir selber fehlt. Und ich habe immer geschworen, wenn das nicht mehr da ist, dann muss ich konsequent die Entscheidung treffen. Und um deine Frage zu beantworten, war es definitiv da, der Bauch. Ich glaube, es ist ja auch ganz entscheidend, wirklich diesen Moment zu finden, aufzuhören. Du hast da unglaubliche Karriere hinter dir mit großartigen Erfolgen. Und ich glaube, es hat auch, so wie du sagst, es ist zwar ein Bauchgefühl, aber es ist auch etwas Mutiges, zu dem Zeitpunkt aufzuhören, wo man eigentlich ja durchaus noch mitfahren könnte.
Ja, und es ist ja immer schwierig. Wann ist der richtige Zeitpunkt? Wann findet man den? Und das ist, glaube ich, muss jeder für sich selber entscheiden. Ich habe es für mich so gespürt. Und ich bin nach wie vor einfach zu 100% von meiner Entscheidung überzeugt. Und ich glaube, das ist einfach auch entscheidend, dass man mit der Überzeugung sowas dann treffen kann, weil dann hat man keine Bedenken danach oder wenn man sie dann jetzt in meinem Fall Skirennen anschaut. Das heißt, du hast dir die Skirennen jetzt mit einem guten Gefühl angeschaut und ich glaube, das ist Bestätigung dafür, dass es eine richtige Entscheidung war. Wenn wir jetzt ein bisschen zurückblicken auf deine Karriere, ich habe es natürlich auch immer verfolgt, ich bin ein absoluter Fan vom alpinen Skirennlauf und habe dich oft vor der Kamera gesehen. Du hast immer als extrem souverän, ruhig, fast nicht als nicht aufgeregt gewirkt. War das nur vor der Kamera so oder war das auch tatsächlich so, dass es eine Methode von dir gewesen, die du uns halt einfach präsentiert hast? Ja, das ist interessant, dass du das sagst. Ehrlich gesagt, in mir selber hat es da oft gebrodelt. Ich bin schon ein sehr emotionaler Mensch und schon ein Gefühlsmensch. Und ich habe schon innere Kämpfe gefochten, also auch gerade im Ziel, wenn man einfach dann vielleicht mal ein schlechtes Rennen gehabt hat, ist ja durchaus vorgekommen. Trotzdem die Professionalität zu wahren auf der einen Seite, die man dann die Verpflichtungen, die sich daraus ergeben, trotzdem eben mal da die Emotionen zu bündeln. Und das war, wenn da jemand schon mal so innen reingeschaut hätte, der hätte da schon was erlebt, glaube ich. Ist das oder gibt es andere Dinge, die du auch aus deiner Karriere jetzt aus dem Sport mitnehmen kannst, in dein jetziges Leben, in den Alltag und auf alles, was es kommt? Man lernt ja im Sport. Und was ist jetzt vielleicht, dass du genau mitnehmen kannst in deine nächste Karriere? Ja, ich glaube, jeder Sportler, der es an die Weltspitze schafft, der kommt da nicht allein durch Talent hin, sondern da gehören viele andere Faktoren auch dazu. Und natürlich ist auch ein wichtiger Faktor Durchhaltevermögen, gerade wenn es mal nicht so läuft, wenn einfach schwierige Situationen sind in der Karriere. Von dem her sind meine Dinge, die ich mitnehmen kann, ist sicherlich einfach Ehrgeiz, muss man haben, sonst schafft man es da oben nicht hin. Durchhaltevermögen und dann natürlich auch irgendwie bei Eigenmotivation, eine hohe Eigenmotivation zu haben, sie immer wieder zu motivieren, kleine Stellschrauben zu drehen, um noch besser zu werden. Und das sind eigentlich so für mich schon Sachen, die mir keiner mehr nehmen kann und die definitiv mitnehmen kann. Ja, absolut. Und wenn du jetzt so auf dich als Person schaust, Thema Selbstbewusstsein ist ja natürlich eine ganz große entscheidet oft über Erfolg oder Misserfolg. Mentale Stärke. Bist du jemand, der über sich selber sagen würde, du warst immer schon selbstbewusst und bist gut in mentaler Stärke gewesen? Oder was hast du auch für Mittel herangeziehen können, um da besser zu werden? Ja, also ich meine, natürlich, mentales Training ist ein großer Begriff, gerade im Sport. Und ich glaube, viele beziehen es jetzt auf so klassische Sportpsychologie. Das habe ich jetzt im klassischen Sinn nicht gemacht, aber für mich ist eigentlich der Begriff schon noch weitreichender, weil mentales Training heißt für mich auch, dass man seine Abläufe, seinen Rhythmus, wie man eben seinen Renntag gestaltet, dass das schon eine große Rolle spielt. Und an dem habe ich natürlich über die Jahre mich entwickelt und habe das auch verändert, wenn ich was gemerkt habe, dass das nicht super funktioniert. Habe dann da versucht, in dem Schritt was zu verändern. Und glaube ich, was für mich auch wichtig war, gerade in Situationen, wo es nicht gut gelaufen ist oder wo wirklich einmal Tiefpunkte waren, vertraute Menschen in seinem Umfeld zu haben, die einfach die Person oder die mich einfach wirklich gut kennen und dementsprechend dann auch gewusst haben, was sie mir sagen müssen. Also fast so ein bisschen eine Taktik auch mit dem Umfeld gepaart mit ein paar mentale Fähigkeiten. Da fällt mir jetzt also eine Zwischenfrage ein. Carina, eine Sportart, die vielleicht gar nicht so populär ist. Du warst mit deinem Team Curling, mit deiner Curling-Mannschaft international erfolgreich. Welche Rolle hat da Taktik und Mentaltraining gespielt? Ja, es ist im Curling-Sport eigentlich sehr, sehr wichtig, weil Curling ist jetzt nicht die körperlichste Sportart, jetzt wie Skirennlauf und Freeriden und natürlich Downhill-Mountainbike, obwohl es natürlich auch unterschätzt wird, der körperliche Aspekt, aber es geht sehr viel um den Kopf, es geht sehr viel um Konzentration, visualisieren, diese Mantras, dass man positiv visualisiert und nicht, was darf auf keinen Fall nicht passieren, denn dann passiert nämlich genau das, was man nicht möchte. Also wir haben da sehr, sehr viel gearbeitet, wir haben super Trainer gehabt, wir haben es vielleicht nicht immer perfekt 1:1 umgesetzt dann im Endeffekt, aber es war auf jeden Fall wichtig.
Ich meine, gut, Mentaltraining klingt ja nicht, ist ja nicht umsonst auch Mentaltraining und nicht mentales Wunder, sonst wäre es ja richtig leicht. Ja, stimmt. Dann hätten wir es uns alle unterm Kopf, weil es da klickt. Was ich auch super spannend finde, du bist ja relativ jung in den Skiweltcup eingestiegen. Es gab eine Maria Höfl-Riesch. Als die Maria dann letztendlich aufgehört hat, warst du eigentlich die einzige oder die große Grand Dame des deutschen Skirennsports und einfach auch manchmal alleine. Was war das eigentlich so? Wie schwierig oder wie leicht war denn das, da so diese Führungsrolle auch zu haben? Ja, also ich meine, wenn man jetzt mal so meinen Werdegang hernimmt, dann habe ich ja eigentlich, wo die Maria, ich glaube 2014 hat sie aufgehört, habe schon zweimal die Kugel gewonnen, bin Olympiasiegerin geworden, habe Bronze in Sochi damals gehört bei den Olympischen Spielen. Das heißt, ich bin eigentlich schon sportlich relativ gesettelt gewesen. Also ich war schon drin, ich habe das Business kennt, ich wusste, wie die Abläufe sind. Was natürlich dann schon wiederum Herausforderung war, einfach das Training, also der Trainingsalltag. Man sieht es aktuell, die Italiener zum Beispiel, die Mädels, die sind so mannschaftlich so geschlossen und so stark. Und das sieht man einfach, die sind alle vorne dabei. Und das hat mir dann einfach auch ein bisschen gefehlt. Und da habe ich mir einfach versucht, dann international einen Vergleich zu suchen, Trainingspartner zu suchen, um halt einfach genau diesen Partnern sie gegenseitig im Training zu pushen, versucht zu forcieren. Du hast es jetzt gerade angesprochen, die italienischen Damen sind gerade stark. Es ist ein Jahr eines Großereignisses, das du mit einem entspannten Auge auch beobachten wirst. Du selber warst bei Großereignissen immer top. Mhm. Wie lautet denn dein Tipp? Traust du dir da was abzugeben für die WM? Ja. Also meinst du jetzt spezielle Disziplinen oder? Natürlich bei den Damen. Ja. Boah, also ich meine, grundsätzlich ist es natürlich immer schwierig, weil es einfach ein Dog ist bei einer WM, der passen muss. Aber ich denke schon, dass man jetzt gerade im Speed-Bereich auf eine Sofia Gotscha, auf eine Corinne Suter, auf eine Lara Gut, die jetzt wieder stark gefahren ist. Ich hoffe natürlich auch auf die Deutschen, also auf die Kira Weidle, dass die da schon vielleicht auch virtuell mitdrehen können. Und dann glaube ich, ist es trotzdem einfach ein spannendes Rennen, weil wie gesagt, es kann alles passieren. Es zählt einfach in dem Moment und nicht, was davor und danach war. Und du hast ja von allen Sportlerinnen, die jetzt hier sind, mitunter die kürzeste Präsenzzeit, wo es darum geht, die Leistung auf den Punkt zu bringen. Ja, also eine Walli ist teilweise bis zu 4-5 Minuten unterwegs. Bei einer Nadine ist es in beiden Sportarten etwas unterschiedlich. Beim Freeriden und beim Klettern kann man manchmal etwas richtig lange dauern. Bei dir die kürzeste Renndistanz über den Riesentorlauf jetzt für dich, für deine Disziplinen, eine gute Minute. Aber da muss es dann wirklich auf den Punkt gehen. Hast du da spezielle Rituale gehabt vorm Start, wenn es dann eigentlich drauf losging? War da was im Kopf oder hast du eher nach dieser Leere gesucht? Nein, ich war schon eher dann diejenige, die sie Anker gesucht hat. Und mein Anker war immer eigentlich ähnlich wie im Training sogar, dass ich mich auf technische Dinge fokussiere, die ich einfach in jedem Lauf umsetzen wollte. Und genauso habe ich es im Rennen gemacht. Ich habe mein Training das erarbeitet, die technischen Punkte, die für mich funktionieren. Und das war eben dann der Anker, wo ich für mich im Rennen gewusst habe, okay, wenn ich das umsetze und ich das schaffe, dann bin ich auch schnell. Und das hat mir geholfen, auch die Dinge drumherum auszublenden. Wenn du jetzt zurückblickst, hätte es etwas gegeben, wo du sagst, es wäre gut gewesen, hätten meine Trainer das gewusst? Und das würde ich mitgeben, das ist gut im Sport zu wissen, über Sportlerinnen ganz speziell. Ja, ich würde es einfach schön finden, wenn man jede Athletin irgendwie so seinen Raum gibt, dass jede Athletin da irgendwie ihren Raum hat, um eigene Entscheidungen treffen zu können, weil das ist so wichtig und auch wenn es falsch sind, das ist eigentlich sogar gut, weil am meisten lernt man einfach aus solchen Entscheidungen und deswegen würde ich mir das wünschen, dass das gerade jetzt in unserem Fall sind ja doch viele Trainer in dem Business tätig, dass einfach da manche Trainer vielleicht sie selber ein bisschen zurücknehmen, um einfach den Athleten dann die Plattform zu geben, sie selber entwickeln zu können. Mhm. Dass man da wirklich ein bisschen mehr auf den Athleten dann auch versucht einzugehen und auf die Sportlerinnen im Endeffekt. Ja, und vor allen Dingen auch Thema Persönlichkeitsentwicklung. Einfach, man möchte auch, dass dann einfach ein guter Sportler, ein guter Charakter rauskommt. Und ich glaube, das kann man halt eigentlich nur so erreichen. Und das bringt mich zu einem Projekt, das ist ein Herzensprojekt ist, auch von dir. Ja.
Sport als Erziehung, Sport als Persönlichkeitsentwicklung. Und du hast ein Projekt ins Leben gerufen, das heißt Fit und Aktiv. Mhm. Dort geht es um körperliche und geistige Gesundheit und um Selbstwirksamsein. Mhm. Was genau steckt dahinter? Was waren die Beweggründe, dass du dich da so engagierst? Ja, das Projekt Fit und Aktiv habe ich 2017 mit dem Bayerischen Staatsministerium und der Molkerei Berchtesgadener Land entwickelt. Und da geht es einfach, wie du gesagt hast, um Kindergesundheit in Bayern, dass Kinder einfach spielerisch mit den Themen Bewegung, Ernährung, Selbstwirksamkeit, Vorsorge, in das einfach spielerisch lernen, damit umzugehen und natürlich im besten Fall das dann auch in den Alltag mit rüberzunehmen, um ja, Alltagssituationen vielleicht besser meistern zu können und auch Hintergrundwissen zu haben. Das wäre, wenn da ein Kind ein, zwei Sachen mitnehmen kann, dann wäre ich wirklich die glücklichste Person dann. Und das Schöne ist, ich habe einfach jetzt mehr Zeit und werde das definitiv auch dann in Zukunft in das Projekt reinstecken. Ich glaube, Carina, du hast da sicher aufmerksam zugehört. Du bist Mama von zwei dreijährigen Zwillingen, fast hätte ich gesagt von zwei Zwillingen. Und ich glaube, du wirst eine sein, eure Kinder sind natürlich auch aktiv. Sport und Outdoor ist ganz wesentlich auch in eurer Erziehung und da ist so ein Projekt natürlich extrem wertvoll, oder? Ja, generell. Ich meine, wir sind auch viel draußen. Mein Mann ist super, super Sportler auch und er forciert es auch ganz stark natürlich, dass die Kinder immer in Bewegung sind, dass sie an die frische Luft kommen und du merkst auch, das macht denen wirklich Spaß. Die kommen nach Hause, die haben rote Backen, die erzählen und springen schon mit den Rädern und gehen Skifahren. Und das macht schon wirklich viel Freude. Und was mir da echt uns geholfen hat, war auch das Buch. Jetzt die Miriam ist leider nicht da, aber diese Kinderbücher von Miriam und Felix, vielen Dank übrigens an dieser Stelle, die sind wirklich großartig, weil die auch die sportlichen Werte vermitteln. Das heißt sportliche Fairness, richtige Ernährung, auf seinen Körper hören und so. Also die lesen wir eigentlich gern und das ist für Kinder natürlich total großartig, weil sie, wie du sagst, spielerisch einfach lernen, Freude auch am Sport zu haben. Ja, wenn wir jetzt nochmal zurückkommen auf die Kopfsache, das ja unser heutiges Thema ist. Und der Kopf entscheidet ja oft so über dieses letzte Quäntchen, nicht Glück, sondern über diese letzte Qualität dann auch in der Performance, diesen Mindset. Man muss halt im Endeffekt auch, so wie du gesagt hast, mit Selbstbewusstsein und mit Vertrauen reingehen. Und der Sprichwort, wenn's läuft, dann läuft's. Ja. Das ist kein Sprichwort, sondern es ist tatsächlich so. Warum? Oh, das ist schwierig zu beantworten. Also ich habe es mir selber oft öfter gewünscht, die Welle, die man bei anderen teilweise gesehen hat. Ja, es sind einfach viele Faktoren, die ineinander greifen. Grundsätzlich natürlich, glaube ich, wenn man gewinnen möchte, dann hat man das einfach, glaube ich, so tief drin in sich selber, dass einfach ein Zweiter oder ein Platz neben dem Podium einfach so eine negative Auswirkung auf einen selber hat, dass man das so Ansporn ist, das beim nächsten Mal besser zu machen. Und das sind halt Fähigkeiten, wo ich glaube, dass es ganz schwierig ist, das irgendwie erlernen zu können. Aber eine erfolgreiche Karriere bestätigt es, dass du es gelernt hast. Und gewinnen ist jetzt das Stichwort. Carina, haben wir eine User-Frage? Haben wir einen Gewinner, der es in Studio mit seiner Frage oder Gewinnerin geschafft hat? Ja, es waren ganz, ganz viele Fragen von den Zuschauern zu Hause. Vielen Dank an der Stelle. Eine davon ist vom Sascha über Facebook reingekommen. Und der fragt die Vicky, wie schaffst du es, dich aus mentalen Tiefs und Rückschlägen zurückzukämpfen? Ja, zuerst mal, glaube ich, ist es wichtig, dass man, also jetzt gerade sportlich gesehen, dass man die Gründe dafür versucht rauszufiltern und rauszuarbeiten für einen selber. Für mich war immer wichtig zu wissen, warum hat es nicht funktioniert? Was war der Grund, damit ich einfach beim nächsten Mal was ich besser machen kann? Und was mir in solchen Situationen schon am meisten geholfen hat, ist einfach meine Heimat, meine Familie, Rückzugsort an Natur, Berge, wo ich einfach wieder klare Gedanken fassen habe können. Und ja, wie gesagt, es hilft definitiv einfach mit Personen aus dem engsten Umfeld, sie auszutauschen, die einen gut kennen und vielleicht auch einen guten Rat auf Lager haben. Ich könnte mit dir jetzt noch richtig lange weiterquatschen. Wir haben jetzt aber noch eine, und vielen Dank für deine großartigen Einblicke in deinen Kopf und wie du mit dem Ganzen umgegangen bist. Und die Carina wird uns jetzt im Rahmen von Live-Lessons das Ganze nochmal zusammenfassen. Genau, also vielen Dank nochmal an den Sascha für die großartige Frage. Sascha, bitte schreib uns noch auf Facebook eine Nachricht mit deiner Adresse, damit wir dann auch ganz sicher sein können, dass dieser schöne Alpiner Sturzhelm und die Skibrille sicher bei dir ankommen.
Ja, und wir haben jetzt einiges von der Viktoria Rebensburg gehört und jetzt kommen wir zu den Live-Lessons. Diese Live-Lessons sollen euch ein bisschen helfen, die wichtigsten Punkte des Gesprächs auch fassen zu können und dann vielleicht auch ins eigene Leben mitzunehmen. Die Vicky hat uns ganz viel erzählt von Selbstbewusstsein. Mit Selbstbewusstsein meint sie aber auch das Bewusstsein der eigenen Wurzeln. Das heißt, wie sie gerade eben erzählt hat, wo bin ich zu Hause? Ich bin verankert in meiner Familie und das macht sie sehr, sehr stark und hat sie auch stark gemacht während ihrer aktiven Karriere. Dann Bauchgefühl war so ein Punkt, also Intuition. Gerade als sie erzählt hat vom Karriereende, so hat sie es im Endeffekt abschließend entschieden. Sie hat aufs Bauchgefühl gehört und das war mit Sicherheit die richtige Entscheidung. Und der Entscheidungswille an sich, nicht nur die Stärke, wirklich eine Entscheidung zu treffen, sondern diese Entscheidung dann auch immer wieder abzufragen. Das heißt, bin ich am richtigen Weg und vor allem bin ich am richtigen Weg, meine Ziele dann auch längerfristig zu erreichen. Ja, vielen Dank nochmal an die Vicky für das interessante Gespräch. Und wir haben die Vicky dann im Vorfeld schon mal gefragt, was sie denn einer jungen Sportlerin oder einer Sportlerin, die gerade am Anfang ihrer Karriere steht, noch mit auf den Weg geben würde. Ja, ich glaube, zum einen ist es natürlich extrem wichtig, dass man sich selber treu bleibt. Es sind sehr viele Personen in so einem Umfeld, in einem professionellen Umfeld, die gewisse Meinungen vertreten. Aber keiner kann wirklich in den jeweiligen Athleten oder in mich selber reinschauen. Das kann nur ich wissen. Und der andere zentrale Punkt ist, dass man sich dann einfach über den Weg hinweg auch treu bleibt, dass man seine eigenen Entscheidungen trifft, auch wenn sie falsch sind. Das gehört dazu. Aber ich habe genügend Sachen für mich falsch entschieden und bin irgendwie in die Sackgasse geraten, aber genau das sind eigentlich die entscheidenden Momente in meiner Karriere gewesen, weil ich dafür wirklich für mich viel lernen habe können und das dann auch für meinen späteren Weg mitgenommen habe. Und ja, das sind für mich so die zentralen Punkte, die ich glaube, ja, an junge Athleten weitergeben wird. Ja, und bevor es jetzt zu einer dieser jungen Sportlerinnen weitergeht, zu Valentina Höll, bitte noch einmal die Erinnerung an euch zu Hause. Solltet ihr Fragen haben an Wally, bitte bei Facebook und YouTube eintippen. Und diesmal gibt es zu gewinnen 2 Tagesskipässe für Ski Amadee und 2 Dayspas für das Hotel Das Goldberg, wo wir uns heute befinden. Ja, Wally, wie gesagt, du bist eine dieser jungen Sportlerinnen, von der die Vicky gerade gesprochen hat. Kannst du da jetzt schon was mitnehmen, ganz konkret? Ja, ich finde das immer extrem spannend, gerade jetzt, wie wir jetzt bei dem Talk da sind, dass man irgendwie so viele Athletinnen kennenlernt. Und ich meine, ich bin schon immer ein großer Fan von der Vicky gewesen und dass ich mit ihr gestern habe Skifahren gedacht und es war extrem cool. Und auch von der Nadine, dass es eigentlich eine richtige Wildsau ist, was das alles angeht, ist einfach, ja, Wahnsinn, man kann so viel mitnehmen. Es war keine Überraschung, oder? Dass die Nadine eine Wildsau ist, haben wir ja vorher schon gewusst und gestern hat sie es dann nochmal bewiesen quasi. Wir reden jetzt von jungen Sportlern, teilweise am Anfang ihrer Karriere. Das ist ja bei dir nicht der Fall, denn du bist ja eigentlich mittendrin. Du bist schon in der absoluten Weltspitze angelangt. Aber du hast auch jung begonnen und warst mit 14, 15 schon an einem Punkt, wo du sehr, sehr stark warst. Kann man das in dem Alter schon so richtig greifen, was da gerade mit einem passiert, dass man wirklich auf dem Weg ist, ganz nach oben? Ja, ich begreife es eigentlich jetzt auch noch nicht wirklich, dass ich jetzt im Weltcup bin und dass ich eben schon relativ gut dabei bin, was die Zeiten angehen. Und es ist krass, weil ich war nie so der Typ, der jetzt gesagt hat, mit 11 oder mit 10, dass ich will mal Weltmeisterin werden. Das war nie so mein Ziel. Das ist einfach irgendwie voll natürlich passiert. Man fährt halt da die Kindercup-Rennen, Rookies Cup und dann steigt mit dem Europacup und auf einmal ist man im Weltcup und ist mittendrin. Ja, und war dieser Leistungsgedanke dann schon irgendwann präsent oder wann war der präsent, dass du gewusst hast, okay, jetzt muss ich Gas geben, ich muss mich anstrengen und wann hat der vielleicht auch diesen jugendlichen Leichtsinn, den man ja hat dann im Sport, verdrängt und dann auch den Spaß vielleicht ein bisschen verdrängt? Ja, ich denke, irgendwann ist halt der Punkt, wo Talent jetzt nicht mehr so ausreicht und man merkt, okay, man muss jetzt an andere Faktoren irgendwie arbeiten, sei es jetzt Kraft und Ausdauer oder eben auch vielleicht mentale Stärke. Und ich denke, bei mir war der Punkt so, okay, jetzt geht es in den Junioren-Weltcup. Es geht einfach auch darum, dass man fit bleibt und wenn es dann schmeißt, einfach als Verletzungsvorsorge, dass nichts passiert. Und dann flutscht man da irgendwie so rein und man merkt es ja von seinen Heroes, man sieht ja, was die dann. Und
man sieht, wie die hart trainieren und dann spannt es einmal an, einfach zu trainieren. Egal, ob man jetzt weiß, eigentlich für was das gut ist, aber man weiß einfach, es tun alle und deswegen bin ich jetzt am richtigen Weg. Und eine dieser Heroes, hast du ja erzählt, war Vicky Rebensburg. Bei dir war das ja auch so wahrscheinlich, dass dieser jugendliche Spaß dann irgendwann zurückgedrängt worden ist von den Trainings, von den Rennen und von den Verpflichtungen, die dann auch mitkommen, oder? Leib und Seele Sportlerin und das bin ich nach wie vor noch. Also ich sehe mich jetzt nicht als irgendwie Sportrentnerin oder so, sondern ich mache eigentlich jetzt gefühlt noch viel mehr oder halt einfach andere Sachen, wie mal gestern gemeinsam Ski zu fahren, mal zu sehen, wie die Nadine da runterschießt oder die Sandra über die Pillows drüber springt. Und das ja, macht echt da einfach richtig viel Spaß und das, glaube ich, werde da irgendwie immer so bleiben bei mir. Nadine, du warst ja auch interessanterweise mit 14, 15 im alpinen Skibereich unterwegs und bist Wettkämpfe gefahren. Und damals hast du dich schwer verletzt und hast dir einen Milzriss zugezogen. Hast du damals schon realisiert, was das bedeutet, in einem Sport gut zu werden, sprich dann eine Verletzung zu haben, einen größeren Druck vielleicht ausgesetzt zu sein? Das Torefahren, das ist bei uns in der Familie eigentlich so ein Zusatz gewesen. Mein Papa ist Berg- und Skiführer und der hat uns ganz früh schon in eine andere Welt des Skifahrens mitgenommen. Wir sind Skitouren gegangen, wir sind viel im Tierschnee gefahren und da war das alles irgendwie locker und leicht und da hat man das gerne so gesehen. Walli, vielleicht ganz konkret, damit wir auch einen Mehrwert für die Zuschauer haben. Wie schaffst du es jetzt ganz konkret gesagt, dass du auch die Leidenschaft behältst jetzt fürs Mountainbiken und dir nicht sagst, okay, ich muss und dann hast du Termine und Fotoshootings und auch den Spaß quasi zu erhalten? Na, das Gute ist einfach, dass es ein extrem cooler Sport ist. Ist so cool, weil wenn man jetzt zum Beispiel in einem Bikepark fährt oder man trifft so viele Leute und die ganze Community ist einfach so offen. Man trifft einfach so viel und man lernt voll viel kennen und dann sagt man, ja, yeah, fahren wir da eine Runde zusammen. Und ja, irgendwie, das ist alles so natürlich und es ist nicht so aufgezwungen und einfach, ja. Lässig. Ja, interessant, dass du gerade sagst im Bikepark, weil du warst ja bei der WM in Deogang und hast dort am Pumptrack am örtlichen ein Fotoshooting gehabt. Und während du das gehabt hast, sind da 2-3-Jährige am Pumptrack auf- und abgefahren mit den Laufrädern. Du wirst dich nicht erinnern können, aber meine Kinder waren dort und die haben natürlich zu dir aufgeschaut. Wenn du so kleine Kinder siehst, wenn die da am Pumptrack auf- und abfahren, beneidest du die vielleicht noch ein bisschen um diese Leichtigkeit und denkst, boah, ich würde eigentlich auch lieber das jetzt machen? Oder hast du das schon ganz gut, hast du dich gut damit arrangiert? Nein, gar nicht, weil ehrlich gesagt, ich mache auch nur das, was mir taugt. Und wenn ich mal nicht jetzt Intervalle trainieren will, dann haue ich mich auf den Pumptrack und treffe mich mit meinen Freunden. Und es ist einfach so cool, jetzt auch die ganzen Kids zu sehen. Und man merkt, dass in Österreich viel mehr so Pumptracks gebaut werden. Und einfach cool, dass so viele Kinder sich, egal ob es jetzt mit dem Radl sind, ich meine, es sind auch viele Eishockeyspieler oder Skifahrer, die mit den Inline-Skates fahren. Es ist einfach cool, wenn es so einen Platz gibt für junge Kids. Mhm. Wo sie sich eben auch ausleben können und jetzt ein bisschen spielerisch erlernen können. Du hast im Vorfeld gesagt, dass Karma was ist, an das du sehr stark glaubst. Was genau meinst du mit Karma, mit dem Wort an sich? Ja, ich weiß nicht, ob ich das jetzt sagen darf, aber Karma ist ein Bitch und ich glaube einfach irgendwie dran, dass wenn man einfach nett mit allen umgeht und sie einfach, ja, einfach einhängt in seinen Sport und einfach ein normaler Mensch bleibt, dann wirkt sich das, glaube ich, auch auf die Karriere aus, weil wenn man jetzt irgendwie ein bisschen abgekommen ist und man hört auf mit dem Sport, dann hast du vielleicht irgendwann später keinen mehr. Und so knüpft man einfach extrem viele Freundschaften, wo man danach einfach auch mit denen abhängen kann und so Projekte machen kann. Und sprich auch Bodenständigkeit. Genau, ja. Und dass man einfach auch, ja, ehrlich zu sich selber bleibt. Und wenn Sachen mal nicht so passen, dass man die auch anspricht und sagt, okay, so taugt es mir jetzt nicht. Und ich glaube, das lernt man auch, wenn man dann vielleicht mal älter wird, dass man das auch traut zum Sagen. Ja. Deine Familie ist ja auch enorm sportbegeistert und die haben dich auch in gewisser Weise zum Radsport gebracht. Jetzt gibt es das ja sehr oft, vor allem auch in Österreich, dass es so Teams in Teams gibt. Das heißt, wenn du aus einer Sportlerfamilie kommst, wie etwa auch Marcel Hirscher, bei Dominik Thiem ist es eigentlich auch so, dann hast du so deine eigene kleine Welt teilweise. Merkst du das schon, dass du vielleicht ein bisschen außen vor bist, was jetzt die anderen Fahrer im Weltcup betrifft, weil ihr schon eine gute Community seid und eine Gruppe mit deiner Familie? Und wie handhabt ihr das dann innerhalb der Familie auch? Ja, also ich bin erst einmal mega dankbar, dass meine Familie mich das so supportet hat, weil es natürlich nicht normal, dass man so ein Kind dann um und um fährt durch Europa, wenn man noch nichts reist. Oder halt einfach, bin ich einfach mega cool, dass mein Dad da so mitgespielt hat. Und ich wundere das voll, wie andere große Athleten das machen mit ihren Eltern, dass sie Trainer sind und Manager.
ich könnte das jetzt zum Beispiel nicht machen, weil das wird einfach nicht so hinhauen innerhalb von der Familie. Deswegen habe ich da eigentlich jetzt meine Weltcup-Familie mit meinem Mechaniker und die Familie. Und dann, wenn ich heimkomme, habe ich eben Mama und Papa, mit denen ich mich dann auch gut zusammenrede. Jetzt ist beim Downhill-Mountainbiken das Verletzungsrisiko einfach sehr hoch. Du hast dich bei der WM in Leogang leider verletzt und bist jetzt das allererste Mal eigentlich in der Situation, dass du verletzt bist. Wie fühlt sich das an in deinem Kopf? War das eine komplette Überraschung oder hast du gedacht, okay, irgendwann muss es auch mir passieren? Na, ich finde, man kennt ja das Risiko, wenn man den Sport macht, dass irgendwann mal was passiert. Und jetzt bin ich ehrlich gesagt schon 8 oder 6 Jahre lang richtig intensiv Rennen gefahren und es ist noch nie was passiert. Und dass es jetzt gekommen ist, war irgendwie keine große Überraschung, weil es hat einfach irgendwann kommen müssen. Und ich habe das ehrlich gesagt gar nicht so schlimm gefunden, dass es jetzt bei der WM passiert ist, obwohl ich die Quali gewonnen habe und obwohl ich das Rennen davor gewonnen habe. Ich habe das gar nicht so realisiert und für mich war die Phase auch irgendwie voll interessant, weil ich habe das ja noch nie gehabt. Ich verstehe das schon, wenn es dann das 4., 5. Mal passiert, dass man irgendwann einmal die Nase voll hat von dem, aber so bin ich irgendwie gut durchgekommen. Ja, wie war die Zeit der Verletzung eigentlich jetzt zu Hause? Wir waren ja sowieso alle zu Hause. Du warst aber dann auch noch verletzt. Wie hast du das verarbeitet und auch die Zeit dann überbrückt, bis du wieder besser trainieren kannst? Ja, das war eigentlich schon wieder Glück im Unglück, dass Corona war. Ich habe schon jetzt die Weltcups von daheim aus zuschauen müssen, wo ich eigentlich das erste Mal in meiner ersten Elite-Saison dabei gewesen wäre. Und ich habe es aber ehrlich gesagt nicht schlimm gefunden, weil ich ja davor eigentlich noch nie dabei war. Deswegen war das eigentlich ganz normal für mich, dass ich denen zuschaue und die bewundere. Und so war es auch cool, weil nachdem die Weltcup-Saison eben vorbei war bei den anderen im November, war ja jeder wieder daheim und keiner war auf Events oder ist rumgereist und war keiner was hat machen können. Und so bin ich auch noch daheim geguckt und habe eigentlich gar nichts verpasst. Ja, und du hast doch eine zweite, erste Saison quasi eigentlich. Genau, ja. Wenn man so jung ist wie du bist gerade 19 geworden, dann ist man vielleicht einfach auch ein bisschen mutiger als andere oder in dem Alter ist man einfach ein bisschen mutiger. Glaubst du, dass das was ist, was man von zu Hause mitbekommen hat, was angeboren ist vielleicht? Oder kann man sich diesen Mut, den du ja haben musst, wenn du den Sport betreibst, kann man sich den auch irgendwie antrainieren? Ich glaube, dass Mut antrainieren relativ schwierig ist. Ich denke schon, dass wenn man älter wird und vielleicht dann auch schon öfter verletzt war, dass man das Risiko vielleicht dann nicht mehr so oft gern eingehen wird, weil es einfach echt zart ist, wenn du dich wieder aufkämpfen musst. Und ich denke, man ist halt dann mit dem Risiko oder mit dem Thema Mut, ist es ja, glaube ich, eher, man macht ja das, weil man weiß, dass man es kann. Und man muss jetzt nicht irgendwie, okay, ich muss mich jetzt überwinden, dass ich das mache, weil du machst ja den Sprung eigentlich nur normalerweise, wenn du weißt, dass das 100% hinhaut. Ja, jetzt vielleicht die Frage an die Vicky. Auch eine sehr junge Sportlerin übrigens. Ja, danke. Aber hast du vielleicht im Laufe deiner Karriere einen Punkt bemerkt, wo du dir gedanklich, wo du realisiert hast, du gehst nicht mehr ganz aufs Ganze oder du gibst diese letzten 2%, gibst du vielleicht jetzt nicht mehr, weil du doch irgendwie mehr Respekt hast? Also ich würde jetzt nicht einen Punkt sagen, es war eher ein Prozess. Also wo man einfach immer mehr dann merkt, warum bin ich da jetzt so gefahren? Oder wenn man sich dann selber einfach da wieder reflektiert und merkt, okay, die Jungen, die nachkommen, die geben Gas und die fahren wirklich auf einem nochmal anderen Niveau. Und aber ich konnte es jetzt nicht an einem Alter bei mir festmachen. Also es ist vielleicht jetzt auch noch nicht so lange her. Aber es war einfach so ein Prozess, wo man das einfach dann irgendwie gemerkt hat und man trotzdem das aber irgendwie nicht so zulassen wollte, sondern trotzdem versucht hat, okay, ich muss da trotzdem mithalten und an mir arbeiten, dass ich da hinkomme. Sandra, auch bei dir, hat es da Projekte gegeben, die du vielleicht früher ganz anders angegangen wärst oder wo du mutiger gewesen wärst, wo du jetzt sagst, okay, ich habe vielleicht den Erfahrungsschatz, das nicht mehr zu machen, weil ich habe mehr Respekt davor als früher? Ich glaube generell, man lernt mit jeder Erfahrung und man lernt mit jedem Schwung am Berg dazu und mit jedem Schritt, den man macht. Und selbstverständlich reflektiert man dann auch vielleicht ein bisschen mehr und ich würde vielleicht manch Big Mountain Line noch ein bisschen mehr überdenken. Nicht, weil etwas passiert ist, sondern wir haben immer alles das Bestmöglichste getan. Aber es wird einen je öfter und je mehr man draußen ist und mitbekommt und vielleicht auch schon verletzt ist oder mitbekommt von anderen Kollegen, man bekommt immer mehr Erfahrungsschatz, was denn auch alles schiefgehen kann. Und das beeinflusst mit Sicherheit auch manche Entscheidungen. Ja, weil ich bin dann gespannt, ob du in 10, 15 Jahren das Gleiche sagen wirst. Jetzt ist aber Mountainbiken, vor allem Downhill-Mountainbiken, ein Sport, der immer technischer wird.
Viele vergleichen es jetzt schon mit Formel 1, weil einfach die Einstellung der Bremsen und. Da gibt es jetzt mittlerweile so viele Variablen, die einfach genau passen müssen, damit du schnell sein kannst. Inwieweit beeinflusst sich das auch mental, dass du weißt, okay, da stimmt jetzt vielleicht was nicht? Oder wie sehr denkst du darüber nach, dass eventuell es am Material auch scheitern könnte? Ja, ich habe zum Glück einen guten Mechaniker, den ich da eigentlich 100% vertraue, weil ich einfach jetzt nur so viel mit mir selber beschäftigt bin, dass meine Technik passt, dass ich das Wochenende gut rumkriege und dass eigentlich dann das Bike, ob da jetzt ein Klick oder ein Klick weniger dabei ist, mir eigentlich relativ wurscht ist oder einfach noch nicht wirklich in meinem Kopf Platz hat für solche Sachen. Deswegen bin ich echt froh, dass ich da den Matt habe, auf den ich mich vertrauen kann, weil bis jetzt hat eigentlich immer richtig gut alles passt. Ja, und Vicky, bei dir war es ja auch so, oder im Skisport, im Alpinen ist es ja auch so ähnlich, dass das Material immer ausgefuchster wird und die Einstellungen wirklich genau passen müssen auf den jeweiligen Athleten. Ja, definitiv. Also mir kommt vor, die letzten Jahre ist es nochmal so extrem geworden und dass jeder eigentlich mit 5, 6 Paar Ski und dann aber nur 3 oder 4 Paar Schuhe daherkommt. Also da muss man dann erstmal eine Anzahl an Läufe machen, dass man überhaupt mal alles gefahren ist. Und aber es hat einfach wirklich einen extremen Einfluss. Und ist auch gut, wenn du nicht so drüber nachdenkst, weil das ist einfach so dann natürlich kompliziert und es kommt früher nur. Ja. Und beeinflusst einen das dann auch manchmal negativ wirklich beim Rennen, dass du kurz vorher noch mal dran denkst, ob alles passt oder? Ja, ich meine, es hat schon mal Situationen gegeben. Also ich glaube, das ist einfach bei allen Athletinnen, die am Start sind. Jeder denkt mal, okay, kann die noch halb gerade am Schuh verdrehen oder am Keil die Sprengung ein bisschen anpassen. Und das ist natürlich auch immer nicht so gut. Also wenn man das speziell noch im Kopf hat und sich denkt, hätte ich doch halt das irgendwie nur anders eingestellt. Und von dem her ist es manchmal auch besser, man ist dann doch einfach unbekümmert und fährt einfach drauf los. Und dann hat man bei dir jetzt auch gesehen, dass es passt. Ja. Und man weiß es ja auch als Hobbysportler, am Material darf nicht scheitern, sagt man immer, und es stimmt auch. Walli, abschließend, ich muss es fragen, weil es wahrscheinlich die Zuschauer auch sehr interessiert, wie geht es deinem Bein bzw. deinem Fuß und wie geht es vor allem weiter jetzt 2021 für dich? Ja, es ist eigentlich relativ schnell schon verheilt. Also ich bin, glaube ich, schon ein paar Wochen voraus, was einfach Reha angeht. Und ich meine, ich war gestern das erste Mal powdern noch. Ja, 2,5 Monate nach der OP, das ist eigentlich extrem cool, dass das so hinhaut. Und ja, ich hoffe, dass das bei allen Verletzungen so schnell geht, aber ich denke, da habe ich einfach Glück gehabt. Ich werde das Wochenende das erste Mal wieder aufs Radl steigen und es wird, glaube ich, sehr spannend, weil ich eben einen neuen Partner habe und einfach wieder aufs Radl fahren, konzentrieren, schauen, wie es geht und ja, hoffentlich ein paar gute Runs runterbringen. Ja, ich glaube, wir werden das alle ganz, ganz, ganz genau mit Argusaugen verfolgen. 2021 hoffentlich dann das Jahr von der Walli Höll. Sandra, haben wir eine Frage schon von unseren Zuschauern? Ja, nicht nur eine, sondern richtig viele. Die Entscheidung, welche Frage ich da jetzt ins Studio hole, ist gar nicht so leicht. Aber ich glaube, eine ist extrem spannend, weil ich davon ausgehe, dass es viele junge Sportler auch gibt, die den heutigen Talk auch verfolgen. Sportlerinnen und Sportler, die wie du bis vor kurzem noch in die Schule gegangen sind. Und die vor der großen Frage und manchmal auch Herausforderung stehen, wie bringe ich denn Karriere und Schule unter einen Hut? Wie ist es dir dabei gegangen? Was waren denn so die Schlüsselpunkte damit, von dir? Und diese Frage kommt von der Nadine Böhm. Also ich bin echt froh, dass meine Eltern da so Gas geben haben mit mir, weil die haben einfach gesagt, okay, du machst die Schule fertig und dann kannst du machen, was du willst. Es gibt extrem viele Fahrer, die einfach aufgehört haben mit der Schule und sich dann eben auf ihr Talent verlassen haben, weil immer als Junior bist du halt noch gut, aber du hast wahrscheinlich noch nicht gescheit trainiert und dann hoffst du halt, dass du dann später mal gut bist, aber das ist ja nicht, du brauchst nur eine doofe Verletzung und dann ist es aus. Und gerade im Downhill ist jetzt nicht Golf spielen oder Tennis, wo du dann einmal gut Geld auf der Kante hast. Deswegen war das für mich auch extrem wichtig, dass Schule einfach das Oberste war. Und eigentlich ja 2020 war extrem krass für mich geworden. Natürlich habe ich wieder vor Corona profitiert, dass die Matura eben, die Rennen abgesagt worden sind, nach hinten verschoben worden und ich einfach 100% auf die Matura konzentrieren habe können. Und für andere Sportler, die vielleicht letztes oder vorletztes Jahr maturiert haben, war das extrem stressig. Ich habe zum Glück wirklich Reim gehabt, aber es ist einfach so wichtig, dass man einen guten Abschluss hat und danach kann man machen, was man will.
Also dein Tipp ganz klar für all jene, die in vielen Sportarten, also gerade der alpiner Skirennlauf ist ja etwas, wo man sehr früh dann auch international fährt und die Schule so ein bisschen in den Hintergrund rückt und bei dir ja jetzt im Sport auch. Also deine Empfehlung ist ganz klar, Fokus auf die Schule, empfohlen von deinen Eltern, du hast es angenommen, jetzt die Matura in der Tasche und du hast uns ja schon verraten, wirklich jetzt voller Fokus auf deine Profisportkarriere. Und das war jetzt nur eine Frage, die es ins Studio geschafft hat. Vielen Dank für all eure Fragen. Die Belohnung ist der Alpiner Helm. Nadine Böhm, du hinterlässt uns bitte noch deine Daten auf der Facebook-Seite mit einer Direct Message. Und in dem Sinn, Walli, vielen Dank für deine spannenden Einblicke in den Kopf. Ich glaube, wir könnten auch mit dir noch ewig weitersprechen. Und was mich fasziniert und ich glaube uns alle ist, wie reflektiert du schon bist und wie erfahren und wie wertvoll auch deine Beiträge schon sind für die jungen Sportler. Und das bringt uns direkt zu den Live-Lessons der Valentina Höll. Die Live-Lessons sind ja etwas, das wir uns ausgedacht haben, dass wir einfach gesagt haben, wir wollen unseren Zusehern was bieten. Wir wollen, dass ihr das, worüber wir sprechen und die Bullet Points der Sportler einfach nochmal für euch zusammenfassen. Und für mich rausgehört habe ich da von der Walli einfach Folgendes. Und zwar ganz klar ist es auf der einen Seite ihre Bodenständigkeit, die sie geerdet lässt und die sie auch dankbar diesen Weg gehen lässt, der von ihrer Familie unterstützt und auch vorgeebnet wurde, aber letztendlich sie selber diesen sportlichen Weg auch geht und bedacht auch geht, wie sie uns jetzt auch gerade nochmal gesagt hat, es geht nicht nur um den Sport, sondern auch die Ausbildung ist extrem entscheidend und ich glaube, das ist etwas, das die Walli auch besonders erdet. Ein weiterer Punkt von den Live-Lessons von der Walli ist für mich etwas, dass sie ganz klar auf das Karma auch vertraut. Das Karma war ja jetzt bei der Verletzung vielleicht im ersten Augenblick nicht Holz, sondern hat sie etwas zurückgeworfen, während sie mit Quali-Bestzeit ja in der Elite wirklich aufgezeigt hat. Aber letztendlich bringt sie das auch mit ihrer Mannschaft immer wieder auf den Punkt und sagt einfach, so wie man in den Wald reinruft, so kommt es auch zurück und sie wird genau mit diesem Karma und mit dieser guten Einstellung auch mit Sicherheit den Weg erfolgreich weitergehen. Und etwas, was uns allen im Endeffekt gerade auch in dieser Zeit extrem wichtig ist und was die Walli auch auszeichnet, ist einfach, dass sie ehrlich ist, dass sie Probleme anspricht, dass sie für ihr junges Alter wirklich brutal reflektiert ist und einfach auch fragt, wenn es worum es geht und um Hilfe bittet und trotzdem einfach das ist, was sie ist, nämlich ein außergewöhnliches Downhill-Mountainbike-Talent. Und das waren die Live-Lessons von Valentina Höll. Ja, und eine Geschichte, die ich super spannend finde und ich glaube, wir hätten uns extrem auch gefreut auf unseren nächsten Studiogast, das wäre die Miriam. Und im Zusammenhang haben wir mit der Valentina auch gesprochen, welche Sportarten sie denn besonders faszinieren. Und da kam tatsächlich das Langlaufen und das Biathlon auf. Und warum, das verrät sie uns jetzt. Ich finde das mega krass, was die Biathleten und die Miriam alles geleistet haben. Allein ja, von dem Durchsetzungsvermögen oder dem Wille, dass man weiß, okay, ich laufe jetzt das Rennen und mir wird es extrem schlecht danach gehen, aber dass man das schafft, weil man kennt ja den Schmerz, man weiß, was auf einen zukommt und dass man das über Jahre macht und jedes Wochenende und das Training ist ja um nichts leichter als wie der Wettkampf, ist einfach total bewundernswert. Gehen wir kurz. Ja, und sehr gerne hätte ich natürlich jetzt mit der Miriam gesprochen, aber sie konnte eben aufgrund der kurzfristigen Erkrankung von ihrem kleinen Leo nicht kommen. Nichtsdestotrotz hat sie es geschafft, dass wir kurz vor dem Live-Talk noch einen Call aufgenommen haben und wir ein paar Minuten Zeit hatten zum Sprechen und da hören wir jetzt mal rein. Okay, ja, gut, passt, gut. Gut, Miriam, dann starten wir noch mal ganz kurz rein. Miriam, ich weiß, wie schwer es dir gefallen ist, heute absagen zu müssen und nicht mit dabei sein zu können, schon gestern bei der Skitour und jetzt auch bei unserer tollen Talkrunde beim Mountain Women's Talk in Gastein. Und ich weiß auch, dass du eine großartige Gesprächspartnerin bist, gerade wenn es um die Kopfsache geht und über Überwindung, was ja alles im Kopf passiert. Und wir haben auch mit der Valentina Höll drüber gesprochen, die meinte, dass eben gerade der Biathlonsport, der Langlaufsport, also dein
Steckenpferd etwas ist, das sie unglaublich fasziniert, weil man am Start steht und weiß, dass es einem im Ziel einfach nicht gut geht, weil man sich wirklich verausgabt. Wie bist du damit eigentlich umgegangen? Oh, ich habe mich immer total darauf gefreut, ehrlich gesagt. Das klingt jetzt vielleicht blöd, aber für mich war es so dieses Wissen, dass ich auf der letzten Runde einfach alles geben kann, dass ich mich nicht mehr zurückhalten muss, dass ich Vollgas laufen kann und dass ich so lange laufe, bis ich einfach nicht mehr weiter kann. Das war für mich immer ein gutes Gefühl und ein gutes Wissen. Probleme hatte ich eher mit dem Schießen davor, dass ich eben das richtig einteile, das Rennen, dass ich nicht zu kaputt bin, wenn ich an den Schießstand komme, dass ich eben mir noch Kräfte aufhebe für die letzte Runde. Das war so eher so, oder das finde ich, ist immer das Schwierige beim Biathlon. Aber die letzte Runde und einfach nur kaputt zu sein, ist überhaupt gar kein Problem. Das finde ich super spannend zu sagen, dass es ein gutes Gefühl ist, wenn man wirklich kaputt ist. Aber ich glaube, das hat wahrscheinlich auch damit etwas zu tun, wirklich den Körper zu spüren und einfach da zu sein und präsent zu sein. Und das ist sicher für viele auch eine gute Motivation, sich zu überlegen, okay, wirklich auch das Letzte aus sich herauszuholen. Absolut. Und wenn es weh tut, dann weißt du, jetzt bist du richtig. Also es muss wehtun. Es muss wehtun. Miriam, vielleicht auch, du hast es angesprochen, Biathlon sind zwei verschiedene Sportarten vereint in einer und gerade das Schießen ist natürlich auch etwas, das ganz wesentlich ist beim Biathlon und da gibt es halt auch Störfaktoren. Also gerade Biathlon ist eine so prominente, so bekannte, so beliebte Sportart, speziell in Deutschland. Und wie fühlt sich das an, wenn tausende Zuseher gegenüber und hinter dir beim Schießstand jubeln oder grölen oder dich anfeuern oder eben auch nicht? Und wie sehr war das ein Störfaktor oder wie sehr hat dich das auch immer wieder gepusht? Es ist eher pushend, muss ich sagen. So in den deutschen Stadien ist es natürlich gewaltig, Oberhof-Ruppolding. Da stehen dann wirklich, also ich weiß nicht, wie viele tausend Leute hinter dir und schreien. Das hörst du natürlich schon. Und da musst du dann schon auch aufpassen, dass du wirklich bei dir bleibst. Ansonsten ist es eigentlich wirklich kein Problem. Also im Ausland war das jetzt nie so dramatisch. Das war schon immer alles okay. Aber klar, du musst schon immer schauen, dass du bei dir bist. Aber das musst du beim Schießen generell. Du musst da reinlaufen, an deinen Stand kommen und versuchen wirklich, Kopfsache, deinen Kopf oder dich selber so zu positionieren, alles andere auszuschalten, alle Gedanken wegzulegen und dich wirklich nur mit deinen 5 Scheiben, die da vorne sind, auseinanderzusetzen, weil die müssen weiß werden und alles andere ist völlig egal, ob da jetzt jemand schreit oder nicht. Ganz egal. Ich könnte dir noch 100 andere Fragen stellen, wenn du jetzt bei uns im Publikum oder bei uns im Studio sitzen würdest. Aufgrund der Situation ist es natürlich jetzt ein bisschen zeitlich limitiert. Eines brennt aber wirklich noch so ein bisschen auf mir und zwar ist es, du hast relativ früh deine Karriere beendet, eine erfolgreiche Karriere, die gekrönt war mit Titeln und hast dich entschieden, Familie zu gründen. Das macht sie jetzt erfolgreich. Du und der Felix, ihr habt 2 Kinder. Und jetzt mit Abstand zum Leistungssport. Wie man sieht, was so erfolgreich ist, sonst wäre ich heute da. Es ist wirklich immer, wenn ich weg will, im letzten Jahr so gewesen, dass der kleine Mann dann leider krank geworden ist, als ob er es gemerkt hätte, dass die Mama weg will. Aber klar, Familie geht vor und ich vermisse den Leistungssport, wenn ich ehrlich bin, gar nicht. Ich hatte eine wunderschöne Zeit, aber wie du sagst, ich hatte auch wahnsinnig viele Rückschläge und schwere Verletzungen und von meiner letzten habe ich mich nie ganz wieder so 100% erholt und da war dann einfach irgendwann mal Schluss. Ich habe es probiert und es hat auch nochmal für ein paar Rennen super gut funktioniert. Ich durfte nochmal auf dem Podium stehen und konnte mir selber beweisen, hey, ich bin da wieder rausgekommen und ich habe für mich das Beste nochmal draus gemacht. Aber dann kam irgendwann der Moment, wo ich mir gedacht habe, so nein, alles, was ich jetzt mache, das tut mir nicht mehr gut. Das tut weder mir gut noch meinem Körper gut. Es macht mich psychisch absolut nicht mehr glücklich. Und dann war einfach der Moment gekommen, dass ich aufhören wollte. Und die Entscheidung wurde mir aber dann eigentlich abgenommen, weil ich schwanger war. Und das war eigentlich gar nicht so geplant, aber die beste Überraschung. Und schöner hätte es für uns jetzt nicht laufen können. Und mit 2 gesunden Kindern sind wir doch sehr, sehr glücklich. Auch wenn ich heute deswegen leider nicht bei euch sein kann. Irgendwann komme ich. Und wir werden uns ganz sicher bald in den Bergen sehen. Vielleicht noch ganz abschließend, was ist das, was du mitnehmen konntest aus deiner Karriere als Profisportlerin, das dir jetzt in deinem Leben mit der Familie hilft? Durchhaltevermögen. Und ich glaube, das ist das, was mir am meisten hilft. Struktur, dass ich strukturiert bin, dass ich meinen Tag gut strukturieren kann. Und Durchhaltevermögen, wenn du nächtelang nicht schläfst und selber eigentlich ziemlich am Limit bist,
du weißt, es geht immer irgendwie weiter und man lässt sich nicht unterkriegen und es ist alles nicht so schlimm, wie es vielleicht auf den ersten Blick mal scheint und auch eine schlaflose Nacht ist überhaupt nicht tragisch, es kommen wieder bessere Zeiten und es ist genauso wie beim Sport, da läuft es auch nicht immer nur bergauf, da geht es auch mal bergab und ich glaube, so ist es im Familienleben auch und ja, große Parallelen. Es lohnt sich immer weiter zu kämpfen oder Gas zu geben, auch für die Familie und ich glaube, die Kinder sind einem dann am meisten dankbar, wenn man trotz Müdigkeit versucht, einfach glücklich zu sein und ja. Miriam, dem ist so nichts mehr hinzuzufügen. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deine Worte und ich bin mir sicher, dass unsere Zuseher auch von dir was lernen können und in unseren Live-Lessons. Danke nochmal, dass du dir kurz die Zeit nehmen konntest und ich hoffe, wir hören uns ganz bald und wir sehen uns dann definitiv bald. Ich wünsche euch noch eine ganz schöne Show. Ich werde es mir weiter anschauen. Dankeschön. Tschüss, Miriam. Ciao. Danke, Miriam. Ja, und wir haben da eine Runde von außergewöhnlichen Sportlerinnen mit nicht ganz alltäglichen Sportarten. Wenn man vom Ski Alpin, das ja ganz viele gerne machen, aber Ski Alpin Downhill ist nicht das alltäglichste, Mountainbike Downhill ist nicht das alltäglichste und schon gar nicht Freeriden und Klettern, wie es Nadine Wallner macht. Das Thema Angst und Risiko ist da natürlich ein präsentes, mag man meinen. Und oft einer fragt sich, wie gehen denn die Sportler mit dem Thema Angst um? Beflügelt sie die Angst oder lähmt sie? Und was heißt eigentlich Risiko nehmen oder risikobewusst sein oder risikoreich etwas machen? Und wir haben mit den Sportlern einmal ein bisschen darüber gesprochen, was sie zu dem Thema zu sagen haben. Ich glaube, bei dem, was wir machen, wählen wir bewusst ein gewisses Risiko und versucht das Risiko natürlich zu minimieren, soweit wie es geht. Aber ein gewisses Restrisiko ist immer dabei. Ich denke, es ist schon irgendwie komisch, wenn man in einen Sport eintritt, wo man weiß, okay, es ist normal, dass man sich das Schlüsselbein mal brechen wird, es ist normal, dass man sich verletzt. Was eigentlich schon komisch ist, dass man dann trotzdem das macht, weil es einem einfach so taugt und man so viel Freude an dem Sport hat. Und ich denke einfach, man geht ein Risiko ein und man weiß, dass wahrscheinlich passieren wird, aber man kriegt einfach so viel mehr zurück. Es sollte eigentlich keine Angst dabei sein am Start. Also ein großer Respekt oder Respekt definitiv, weil nur so bewahrt man sich, glaube ich, selber, dass man einfach irgendwo sinnlos reinschießt in irgendeiner Stelle. Und natürlich muss ich auch sagen, meine ersten Backup-Abfahrten habe ich schon Angst gehabt. Also das war jetzt nicht oft, aber es ist mal vorkommen. Und ich glaube, solche Situationen sind auch wichtig, dass man das mal durchgemacht hat und gelernt hat. Und wenn du gewinnen willst, dann darfst du natürlich auch keine Angst am Start haben. Boah, sagt das einfach aus Motivationsgründen. Ja, und bevor wir jetzt weitermachen mit der letzten im Bunde mit Nadine Wallner, noch einmal der Aufruf an euch. Stellt uns bitte ganz, ganz viele Fragen an Nadine. Wir haben noch 2x2 Tagesskipässe für Ski Amadee und 2x2 Eintritte hier in das Spa im Goldberg zu verlosen. Und ich hoffe, dass ihr noch ganz, ganz viele tolle Fragen stellt. Nadine, wir haben es eh schon gehört, du bist eine Wildsau. Kannst du bis zu einem gewissen Grad verstehen, dass der Otto-Normalverbraucher zu Hause sich mit deinen Sportarten oder so wie du sie betreibst in diesem Ausmaß nicht ganz identifizieren kann? Wir sind natürlich jeden Tag unterwegs, jeder von uns. Und das, was wir nachher preisgeben, ist das Endprodukt eigentlich von jeden Tag draußen sein, jeden Tag daran arbeiten. Und ein Hobbysportler hat auch gerne die Zeit eigentlich in die Expertise einzutauchen, weil er nicht die Zeit hat, sich so sehr damit zu beschäftigen. Und wir haben das Privileg, eigentlich unsere Passion eigentlich jeden Tag zum Leben und da eigentlich das Bestmögliche zum Muss erholen. Ja. Der Alpinismus liegt ja auch bei euch in der Familie, hast du schon erzählt, dein Papa ist Bergführer. Inwieweit hat dich das auch geprägt, beziehungsweise glaubst du, dass du das so ausüben würdest, wenn jetzt dein Vater nicht gewesen wäre? Boah, ich denke, Alpinismus, ich würde eher sagen Skifahrer. Also Skifahrer, dadurch, dass wir am Arlberg aufgewachsen sind, ist bei uns in der Familie so verankert und so wie bei der Walli auch in einer Sportlerfamilie, meine Mama, mein Papa, mein Bruder, es ist jeder fanatisch und da kriegt man das einfach mit und das andere wäre auf jeden Fall
prägend gewesen. Ja, du hast aber erzählt, dass du als Zehnjährige, hat dich dein Papa in der Früh schon gefragt, Nadine, wie schaut es aus am Berg, wie ist die Lawinensituation, hast du dir das ganz genau angeschaut. Was hält er denn jetzt eigentlich von deinem Beruf bzw. von diesen Projekten, die du immer realisierst? Ja, mit 10, das ist, also er hat mich da schon spielerisch ja, wir haben natürlich mit 10 haben wir schon spielerisch einfach LVS-Suche im Garten gemacht, wo dann sicher meine Sinne für später auch geschärft hat. Er vertraut mir eigentlich, was ich mache. Und ja, das ist, glaube ich, von jedem Elternteil eigentlich das Ziel. Er hat das einmal zu mir gesagt, dass die Kinder irgendwann besser sind wie einer selber. Und ich weiß nicht, wie es dir mit deinen Kindern geht. Die sind schon besser als ich im Radfahren zum Beispiel, im Skifahren. Genau, dass man einfach nur das Beste will für die Kinder. Und sicher ist es ein großer Risikosport, was ich mache. Aber ich habe auch einen guten Lehrmeister gekriegt für meine Wurzeln, die so früh gesetzt worden sind. Jetzt bist du jemand, der sehr, sehr gut strukturiert ist und durchgeplant, wenn es jetzt um diese Projekte, Bergbesteigungen, wenn es ums Klettern geht, wenn es ums Freeriden geht. Hilft dir das dann auch vielleicht mental, dass du dich sicherer fühlst? Ja, ich bin im Alltag brutal chaotisch. Also ich vergiss Termine, Telefonate, Zahnarzt. Das kriege ich nicht so gut auf die Reihe. Aber am Berg, da bin ich sehr durchdacht und da habe ich einen Plan. Und da, ja, da möchte ich, dass das funktioniert und so das Risiko eigentlich so klein wie möglich zu halten. Sandra, das ist ja auch in, so wie du das betreibst, bei deinen Fahrten, egal ob du in Alaska bist oder sonst wo auf der Welt, genauso. Du bist sehr, sehr gut durchgeplant. Hilft dir das auch wirklich, dass du vielleicht ein bisschen Nervosität rausnimmst? Du meinst, dass Planung auch Nervosität auch nimmt? Ich glaube, es ist eine Mischung. Genauso wie jetzt auch bei Projekten wie dem Mountain Women's Talk. Ich glaube, wir sind alle, der Sport ist etwas, das uns antreibt. Der Sport ist etwas, das mit Leistung kommt und Leistung kommt auch oft mit Adrenalin und genauso ist es dann auch bei bei anderen Projekten. Ich glaube, dass es dann einfach auch gut ist, wenn man Druck hat und unter Druck und weiß, dass man unter Druck auch gut funktionieren kann. Nadine, gute Planung ist das eine. Wir haben gestern schon ein bisschen im Vorfeld über das Bauchgefühl gesprochen. Du hast auch gesagt, wenn du die Entscheidung triffst, in einen Hang reinzufahren, dann ist das allerletzte, auf das du dann noch hörst, das Bauchgefühl. Ja, auf jeden Fall. Also in einem Gebiet, wo man viel ist, da hat man natürlich viel Feedback, nur durchs Unterwegssein. Aber schlussendlich, wenn man auch so viel unterwegs ist, wie hier zum Beispiel, ist schon die letzte Entscheidung, das Bauchgefühl einfach der Erfahrungsschatz, den man sich über die Jahre eigentlich angeeignet hat und der ist eigentlich für mich fast der wichtigste. Hast du das dann beim Klettern zum Beispiel auch schon? Weil ja, du bist seit auf Skiern unterwegs, seit du ganz, ganz klein bist, aber das Klettern ist ja was relativ Neues bei dir. Durch meine Verletzung in Alaska bin ich zum Klettern gekommen und bin natürlich auch dort, wie wir sicher alle von uns so ein bisschen einen extremen Hang haben zu den Dingen. Voll reingekippt und habe nicht Skifahren können und das Klettern hat mir taugt, auch von der mentalen Herausforderung einfach, was sie bietet und ja, da sage ich, da ist der Erfahrungsschatz sicher noch kleiner wie beim Skifahren und im Schnee, aber der Erfahrungsschatz Berge, den habe ich eigentlich von klein auf und der hilft mir da schon gute Entscheidungen zu treffen. Wie gehst du dann auch mit Zweifeln um? Bist du auch jemand, der sowas wie Angst überhaupt spürt, so wie wir das jetzt im alltäglichen Leben vielleicht manchmal haben? Gibt es das Gefühl Angst? Aber ich glaube, jeder von uns war schon in Situationen, wo er Angst hat. Da muss man natürlich sagen, Angst ist ja gut, weil es ist ein Respekt. Es ist ein Respekt vor der Situation. Es ist ein Respekt vor der Abfahrt, vor dem Cliff, vor der Route, vor der Klettertour. Und da ist natürlich die Planung das Wichtige, dass man eigentlich da so gut durchstrukturiert ist, dass man eigentlich wenig Risiko eingeht und nachher alles auf den Punkt bringen kann. Bei so großen Besteigungen oder größeren Projekten, wie wachst du da eigentlich auf in der Früh? Bist du dann auch mal nervös oder vielleicht mit dem Magen oder spürst du sowas überhaupt, dieses Nervenflattern? Ja, doch, schlecht schlafen tut man immer. Also
Ich muss sagen, bei dem, was ich jetzt mache, wo ich so viele eigene Projekte eigentlich umsetzen darf, habe ich viel weniger wie auf der World Tour. Mhm. Auf der World Tour zum Beispiel, da habe ich immer schlecht geschlafen, aber ich habe mich auch immer gefreut aufs Rennen oder zum Abifahren. Aber da war es eigentlich viel mehr da wie jetzt, weil jetzt bin ich viel freier in dem, was ich mache. Also es ist nicht vorgegeben. Mhm. Es ist natürlich auch cool, auf der World Tour zu fahren, weil einfach die ganze Gruppe da ist. Aber wenn man nachher so sich selber so eigene Ziele irgendwie steckt und nachher sich irgendwas einbildet, das will man jetzt probieren oder das will man fahren oder klettern oder sonstiges, dann ist das natürlich, da ist man ganz anders dahinter. Mhm. Sandra, bei dir ja ähnliche Frage. Wie bist du mit der Nervosität vor großen Abfahrten umgegangen? Hast du da irgendwelche Mantras gehabt oder irgendwelche Automatismen, die dir ein bisschen geholfen haben, das rauszunehmen? Ich habe tatsächlich, weil es ja immer um den Kopf geht und ich habe immer eigentlich versucht, Raum zu schaffen. Und eine Möglichkeit, die ich dann jetzt auch in meiner Rolle als Mentalcoach immer wieder als ersten Tipp auch gebe, ist, sich wirklich auf die Atmung zu konzentrieren. Also wirklich auf dieses Ausatmen zu konzentrieren und damit einfach insgesamt ruhiger zu werden als ersten Schritt. Und mit dieser Ruhe schafft man dann, oder habe ich auch immer geschafft, mir den nötigen Raum für Fokus zu geben. Und das war dann einfach einen Schritt nach dem anderen, das zu tun, was in dem Moment zu tun ist und nicht zu weit nach vorne zu denken, sondern wirklich einfach im Moment zu sein und schon gar nicht, und das ist eigentlich so das Allerwichtigste, nicht an irgendwelche Dinge zu denken, die eventuell passieren können, sondern die Entscheidung, dass man etwas tut, dass man den Trail so fährt, wie die Walli den Trail fährt, dass man eine Abfahrt in Alaska so fährt, wie wir sie gefahren sind, oder dass man die Kurve so eng nimmt im alpinen Skirennsport, wie du sie nimmst mit allen Risiken. Und die Entscheidung ist ja schon oft auch, oder sollte meistens schon vorher gefallen sein. Und da hat man einfach keine Zeit mehr zum Überlegen über Wenn und Aber und irgendwelche negativen Gedanken. Und im Moment zu sein, ist eigentlich das Um und Auf beim Performance. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Und für mich, und ein Tipp für nach draußen, ist es immer auch über die Ausatmung den nötigen Raum für Ruhe und dann Fokus zu schaffen. Nadine, was mich total beeindruckt hat, vor einigen Jahren, da warst du am Matterhorn unterwegs und wolltest über die Ostflanke rauf und hast dann eigentlich in allerletzter Sekunde das absagen müssen. Und es war deswegen so beeindruckend, weil man hat gesehen, wie schwer dir das fällt, das jetzt nicht zu tun. Aber du hast trotzdem gesagt, okay, es geht nicht anders, es geht heute nicht. Was geht da in deinem Kopf vor, wenn du solche Einflüsse von außen, wenn die Projekte dann quasi zunichte machen? Ja, es ist natürlich stressig, wenn ein Filmteam dabei ist, weil wenn ich alleine dort bin, dann gehe ich halt wieder heim. Dann weiß niemand, dass ich dort war. Da ist natürlich, da versucht man das schon irgendwie abzugrenzen, dass man das macht, weil man es macht. Und auch trotzdem das Filmteam da ist, eben, dass da klar eine Grenze gibt, wo dann die Entscheidung nachher aber doch für das, dass man es macht, einfach oder auch nicht macht, steht. Und das Ganze auszublenden, dass jetzt da eine große Filmproduktion da ist. Es sind Momente, wo ich sage, es ist super cool, wenn man sowas irgendwie festhalten kann und wenn man nachher das danach irgendwie auch anschauen kann, was man da gemacht hat. Aber es ist relativ stressig, vor allem so bei alpinistischen Aktionen sind natürlich die Verhältnisse und die Zeitfenster sehr variierend und da war ich sehr zermürbend an dem Tag, weil die Sandra hat das Ganze organisiert mit Shades of Winter und wir wollten und wir waren einfach ja, am falschen Zeitpunkt dort und das war dann halt so und mit dem muss man sich einfach abfinden und ja, es hat noch alles seine Zeit und die Zeit muss man den Projekten auch geben, dann hat es nicht sein sollen. Ja. Ja, David Lama war zum Beispiel einer, der auch ganz öffentlich immer kommuniziert hat, dass ihm das sehr schwer fällt, Dinge abzusagen und dass er eigentlich gar nicht einverstanden ist. Sandra, bei dir ist es ja eine ähnliche Situation. Du bist viel mit Filmteams unterwegs, mit deinen Shades of Winter Filmprojekten. Wie gehst du dann mit Absagen um oder mit Dingen, die dir quasi Steine in den Weg werfen? Also für mich ist die Antwort da irgendwie eine zweiseitige. Und wenn jetzt etwas erklärbar ist, dann fällt eine Absage leichter. Also wenn es wirklich rationelle Gründe gibt, Sicherheitsbedenken, dann ist es im ersten Moment vielleicht genauso bitter wie das, was die Nadine angesprochen hat. Wir waren alle enttäuscht, wir haben alle hingefiebert, eigentlich 1,5 Jahre auf einen Moment gewartet und dann passiert er aber nicht.
Das ist die eine Seite, aber letztendlich versuche ich es dann einmal wieder, okay, Dinge passieren, weil sie eben so passieren müssen und dann ist es einfach wichtig, sich neu zu orientieren, sich umzuorientieren und das geht manchmal schneller und manchmal dauert es ein bisschen länger. Mein Tipp ist da einfach immer, man muss einfach einmal öfter aufstehen, als umzufallen und sich neue Ziele setzen und ich glaube, das ist auch so eine Geschichte, die gerade jetzt in der Situation, wo wir alle drin stecken, ja, wo ein Plan oder Pläne eigentlich fast Unwörter sind, weil sie fast nicht machbar sind. Und trotzdem müssen wir irgendwie weitermachen, trotzdem wollen wir alle was erreichen, trotzdem wollen wir was bewegen. Und genau deswegen sitzen wir jetzt auch hier und haben uns eben da jetzt gefunden und orientieren uns neu und hoffen, dass wir mit dem, was wir jetzt heute quatschen, auch möglichst viele Leute mitnehmen können. Nadine, was ist jetzt für dich der Reiz am Skifahren bzw. am Klettern und welche Learnings nimmst du mit in dein alltägliches, normales Leben zu Hause von dem Sport? Ja, so wie das Projekt Geduld. Also in den Bergen ist es auf jeden Fall eine Tugend, wenn man geduldig ist, weil man viel oft beobachtet und wartet und die richtigen Verhältnisse und Geduld. Aber auch was eine Verletzung angeht, dass man auch Sachen, die man selber meistens kaputt gemacht hat, auch wieder heilen lässt oder die Zeit den Verletzungen gibt zu heilen. Vertrauen, das Richtige zu tun, Vertrauen, gute Entscheidungen zu treffen und dass es halt alles so kommt, wie es kommen muss oder soll. Vertrauen vielleicht auch in andere Personen, weil ganz oft ist man ja auch im Sport in einer Situation, wo man auf andere Leute angewiesen ist und diese Entscheidungen beeinflussen dich ja dann auch in deinem Tun, gerade weil du Alaska angesprochen hast, du warst schwer verletzt. Da war natürlich durch diese Abgeschiedenheit der Abtransport extrem schwierig und das hat das alles natürlich erschwert und da warst du in einer Situation, aus der du nicht raus konntest und wo du darauf angewiesen warst, dass alles bestmöglich funktioniert. Braucht man vielleicht auch das Vertrauen in andere, einfach nach vorne schauen und dir denken, okay, die anderen machen das für mich? Ich würde ja sagen, bewusst ein gutes Team wählen, bewusst Menschen wählen, mit denen man in die Berge geht, wo man weiß, im Ernstfall weiß der oder die, was zu tun ist und das passt dann, dass man sich aufeinander verlassen kann eigentlich. So, wir müssen leider bald zum Ende kommen, aber eine allerletzte Frage, weil sie mich auch persönlich sehr interessiert. Am Berg bist du ja immer total souverän und ausgeglichen, das haben wir auch gestern gesehen, wie wir mit dir unterwegs waren. Was fordert dich im Alltag am allermeisten? Termine. so wie es war, schon gesehen haben, eigentlich so ganz normale Alltagssachen am Berg. Da habe ich meine 7 Zwetschge als benannt. Also das passt. Aber ich bin dann doch irgendwo unorganisiert, was so ganz simples auch wie Zahnarzttermin. Oder ja. Wenn irgendwas in der Wohnung kaputt ist, das dauert meistens ewig, bis es gerichtet ist. Ja. Aber du hast ein normales Leben, ist ja für jemanden wie mich schwer vorstellbar, weil man sich nicht denkt, dass du dich jetzt auch mit den ersten Weltproblemen, die wir alle haben, überhaupt auseinandersetzt, sondern ich sehe dich immer nur kletternd und skifahrend am Berg und sehr, sehr souverän. Aber ja, danke Nadine. Sandra, haben wir eigentlich noch Fragen jetzt von unseren Zuschauern, auch jetzt an die Nadine? Also wir könnten jetzt wahrscheinlich noch länger weitersprechen und zwar mit allen Sportlern, weil es kommen nach wie vor richtig viele Fragen rein und die Auswahl fällt gar nicht leicht, aber eine Geschichte, die eben wieder andere, die zum einen natürlich die Kopfsache betrifft und zum anderen Leute vielleicht auch inspiriert, wie sie selbst mit Extremsituationen umgehen und die Frage kommt von der Jacqueline und lautet, wie schaffst du es in Extremsituationen Angst in positive Energie umzuwandeln? Die Situation halt unter Kontrolle zu halten und das Gefühl, die Emotion eigentlich so lang objektiv zu sehen und nicht die Situation von der Emotion zu überwinden lassen. Also eigentlich, dass ich die Situation objektiv beurteile und versuche einfach ruhig zu bleiben, auch wenn es richtig schlimm ausgehen könnte, bis zum Schluss eigentlich ruhig bleiben. Und die zweite Frage, die da eigentlich super dazu passt, die kommt von der Melanie Erker. Und da geht es um das Thema Unfall, Rückschläge, Zweifel. Etwas, das uns ja jetzt auch in dieser Zeit ständig begleitet. Wie ist es bei dir? Wie gehst du mit Unfällen um? Und inwiefern sind da Zweifel aufgekommen? Und wie bist du dann damit umgegangen?
Bei meinem Schienbeinwadenbruch ist man eigentlich so gegangen wie bei der Walli. Es war meine erste große Verletzung. Dort habe ich noch nicht gewusst, was für ein Ausmaß das ist, die Verletzung. Das ist eigentlich noch erst später, nach 3-4 Jahren, eigentlich noch ersichtlich war, wie schwer und wie lang der Weg eigentlich war, wo das alles wieder passt hat, mental und physisch. Aber ich habe in dieser Zeit eigentlich extrem viel gelernt. Es hat sich die eine Tür zwar für einen Moment zugetan, aber es hat sich eine andere Tür auch wieder aufgetan. Und so würde ich sagen, was ich versuche, ist einfach emotional flexibel bleiben und sich nicht auf das versteifen, auch wenn man gerade in dem Moment alles dort hineingesteckt hat, dass man einfach auch nach dem Weitblick hat, dass man auch andere Sachen sieht, dass das im Moment jetzt zwar nicht geht, aber dass es vielleicht auch irgendwann wieder gehen könnte und einfach der Will was anderes macht. Ich glaube, mit diesen Worten können wir mit gutem Gewissen aus dem Gespräch, aus der Talkrunde mit der Nadine Wallner aussteigen. In diesem Zusammenhang nochmal vielen Dank auch an die User-Fragen, ganz speziell jetzt in der Runde von der Walli. Und der Aufruf, hinterlasst uns bitte eure Kontaktdaten mit einer Direct Message auf der Facebook-Seite von Shades of Winter. Und dann bekommt ihr die Skipässe aus der Ski Amadee und den Gutschein für Stay Spa hier im Goldberg von uns zugeschickt. Ja, und als letzte Zusammenfassung, Life Lessons vom Mountain Women's Talk hier in Gastein, sprechen wir über die Life Lessons der Nadine Wallner. Und sie hat es gesagt, bei ihr ist es ganz viel um das Thema Geduld gegangen. Geprägt von der Verletzung wurde sie gezwungen, Dinge auch mal langsamer anzugehen und sich umzuorientieren für kurze Zeit und hat die Chance genützt, dass sich dann eben auch neue Türen geöffnet haben, ein zweiter Karriereweg sich für die Nadine eröffnet hat. Und das Vertrauen in ihr eigenes Tun, das ist etwas, das sie ständig begleitet. Nicht umsonst, weil sonst könnte man diese Lines nicht fahren und diese Wände nicht klettern. Das Selbstbewusstsein zu haben, das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten, an sich zu glauben und wirklich das auch durchzuziehen. Ich glaube, das ist eine der wichtigsten Messages, die wir von der Nadine mitnehmen können. Und die Grenzen auszuloten, fleißig zu sein, no pain, no gain, sagt sie, fleißig zu sein, wirklich an die eigenen Grenzen zu gehen, da hat sie etwas auch von einer Miriam Neureiter, die sie wirklich, wo es darum geht, auch mal Grenzen wirklich zu verschieben, ohne aber Dummheiten zu machen, sondern wirklich orientiert und bewusst sich speziell natürlich in den Bergen zu bewegen. In diesem Sinne auch nochmal danke, Nadine, für deine Einblicke in deinen Kopf und wie du mit dieser Sache umgehst. Ja, und wir hatten gestern die großartige Möglichkeit, einen wirklich schönen Tag in den Gasteiner Bergen gemeinsam zu verbringen. Und dort haben sich dann auch durchaus interessante Gespräche über die verschiedenen Sportarten ergeben. Und wie es für mich war, mit einer Downhill-Mountainbikerin, mit der Ski-Olympiasiegerin und mit zwei Freeride-Profis auf den Berg zu gehen, das schauen wir uns jetzt an. Ja, wie man sieht, wir haben wirklich einen großartigen Tag hier im Gasteinertal verbringen dürfen. Und uns ist natürlich auch bewusst, dass das Thema Berg, Wintersport, Outdoorsport gerade in dieser Zeit eine etwas schwieriger ist und dass viele Menschen, die ebenfalls gerne in den Bergen sein möchten, unsere Zuseher möglicherweise von den Bergen im Moment etwas weggesperrt sind. Wir nichtsdestotrotz hoffen wir, dass wir mit den Bildern inspirieren für zukünftige Bergerlebnisse. Wir hatten buchstäblich die Chance, gestern bei der Skitour, bei einem halben Meter Powder, unseren eigenen Weg zu gehen, den eigenen Weg zu kreieren. Und deswegen passt es also wunderbar zum Hashtag vom Mountain Women's Talk, der ja lautet Create Your Way to Play. Vicky, wie passt der Hashtag zu dir? Was heißt das für dich? Wie gehst du deinen eigenen Weg? Wie baust du dir deinen eigenen Weg, speziell jetzt auch nach deinem Karriereende? Und wie schaffst du es, dass es aber trotzdem immer noch Spaß macht, sich spielerisch anfühlt, sich leicht anfühlt, sich einfach gut anfühlt? Ja, ich glaube, grundsätzlich ist es wichtig, dass man sich in seiner eigenen Haut wohlfühlt. Und
das, glaube ich, passiert nur, wenn man seinen eigenen Weg geht, seine eigenen Entscheidungen trifft. Und wie ich es vorher schon gesagt habe, bei mir ist halt einfach schon das Bauchgefühl einfach ein wichtiges Element in meine Entscheidungen. Und ja, durch das, dass ich eigentlich oft auf meinen Bauch mich verlassen habe können, mit meinen Entscheidungen habe ich da schon ein gewisses Vertrauen in das, was mein Bauch mir sagt. Und deswegen, ja, glaube ich, ist es mir dann auch schon ganz leicht gefallen da oder einfacher gefallen, meine eigenen Entscheidungen zu treffen und nicht, dass sie passiv quasi für mich getroffen werden. Ja, manchmal war es nicht ganz spielerisch, muss ich zugeben. Manchmal war es auch ein bisschen anstrengend, aber es hat sich definitiv gelohnt. Und Walli, du bist die Jüngste bei uns in der Runde und diejenige, die eigentlich noch am meisten spielen darf. Create Your Way to Play heißt für dich was und was ist dein Ratschlag für unsere Zuseher? Ja, ich denke, gerade wenn man so eine Sportart wie Downhill zum Beispiel hat, wo einfach noch nicht die Wege so gelegt sind, wie zum Beispiel im Skisport, der bei uns in Österreich riesig ist, wo es halt noch keine Schulen gibt oder man einfach nicht weiß, wie man wo einrutscht. Und deswegen glaube ich auch, dass eben, dass man selber Entscheidungen trifft und Sachen ausprobiert und einfach schauen muss, ob das jetzt funktioniert oder nicht. War auf jeden Fall, ist natürlich eine große Überwindung manchmal, weil man nicht weiß, ob das wirklich so hinhaut, wie man sich das denkt. Und ja, ich finde es einfach ja, super, dass das irgendwie so hingehauen hat. Und ich bin froh, dass man da irgendwie die Freiheit auch in dem Sport hat, dass man viele Sachen selber treffen kann, sei es jetzt Partner oder Sponsoren und Sachen, Rennen, wo man teilnehmen kann. Ja. Den eigenen Weg einfach gehen, sich den eigenen Weg zu bauen. Und das ist jetzt auch eine Motivation an unsere Zuhörer. Verwendet den Hashtag Create Your Way to Play und taggt Mountain Women's Talk, um eure Momente, Ideen, Erfahrungen und Erlebnisse zu teilen und damit die Community auch zu inspirieren, zu motivieren und sich zu connecten. Das, was wir jetzt heute versucht haben mit einem grandiosen Gästeportfolio. Uns geht es um den Transfer, um Inspiration und um Motivation fürs eigene Tun und für euch da draußen im Sport und im Alltag. Und wir freuen uns auf eure Beiträge unter dem Hashtag. Ja, und wir kommen jetzt leider zum Ende, auch wenn es traurig ist und die 75 Minuten wirklich vergangen sind wie im Flug. Eigentlich war das natürlich nur wegen euch. Ihr habt uns ganz, ganz viele Einblicke gegeben in eure Karrieren, in eure Kopfsache und uns viel mitgegeben, über das wir zu Hause nachdenken können. Vielen Dank nochmal fürs Kommen und vielen Dank für die zwei tollen Tage, unter anderem natürlich gestern am Berg. Also danke Vicky, Nadine und Walli, dass ihr mit dabei wart. Danke. Ja. Und wenn es euch zu Hause auch so gut gefallen hat, dann bitte sagt es auch weiter an Freunde und an die Familie. Dieses Video gibt es dann auch natürlich on demand auf unserem Facebook-Kanal und auf dem Shades of Winter YouTube-Kanal. Und das alles wäre natürlich nicht möglich ohne Sponsoren und ohne Helfer, die uns wirklich tatkräftig unterstützt haben. Zum einen ist das der Gasteinertal-Tourismus. Vielen Dank an dieser Stelle. Dann natürlich das Salzburger Land, das Hotel, das Goldberg, die uns hier beheimatet haben für 2 Tage. Dann das Sportministerium mit dem Sportminister Werner Kogler. Vielen herzlichen Dank. Den Sportlandesrat Schnöll von Salzburger Land und natürlich vielen Dank an Dreikant für dieses tolle Studio und natürlich den Tisch, den wir dann hoffentlich beim nächsten Mountain Women's Talk wieder mitnehmen können. Genau, und das war's jetzt auch mit dem ersten digitalen, interaktiven Live-Mountain Women's Talk aus Gastein. Und mir bleibt nur noch eines zu sagen, nämlich danke an alle diejenigen, die ihr heute zu Hause nicht seht. Es ist ein Riesenteam entstanden über die letzten Monate in einer engen Zusammenarbeit mit Lux Fuchs unter der Leitung von Tobias und Fabian. Vielen Dank, dass ihr mich unterstützt habt, diese Vision des Mountain Women's Talks umzusetzen. Die Liste ist lang. Ich kann nicht alle wirklich nennen, aber allen voran danke an Lux Fuchs, Unterstützung von Chaka 2, Unterstützung von Peak Motion Film. Und schön, dass ihr alle dabei wart. Teilt uns, sagt es weiter. Somit ist der Mountain Women's Talk hoffentlich auch bald wieder online und live für euch verfügbar. Und natürlich ein Riesendankeschön an die Frau, ohne die das nicht möglich gewesen wäre. Es ist ja natürlich jetzt wahnsinnig unangenehm, aber das ist Sandra Lahnsteiner. Sie hat dieses Projekt aus der Taufe gehoben und wir hoffen natürlich, dass wir uns bald wiedersehen beim nächsten Mountain Women's Talk. Inzwischen wünschen wir euch noch einen schönen Abend. Vielen Dank fürs Zuschauen und bleibt gesund. Tschüss und bis zum nächsten Mal.